Hey ho, Leute, ich komme gerade vom Schaffen, war noch kurz beim Shoppen. Schön Lauch und ja, was machen wir heute, nachdem ich mich erstmal kultiviert habe und PC-Geschichten erledigt habe? Ja, dann machen wir einen Fleischtopf mit Lauch. War eigentlich Patrizia ihre Idee, aber tja, die musste ich am Wörthersee fahren. Da hat sie genügend Spaß. Ich mache das heute. Wenn es schmeckt, mache ich das einfach nochmal, wenn sie wieder da ist. Also Patrizia, keine Panik. Und ich stelle das jetzt dahin, packe das Fleisch derweil in den Kühlschrank, erledige meine anderen Geschichten, kultiviere mich und dann geht's weiter. Ja, da bin ich schon wieder. Gehen wir rüber, schauen wir uns die Zutaten an, dann schnell Hack und ab raus in die Krikota. Heute hoffe ich wirklich, dass das Video mal kürzer wird. Ich probiere es zumindest. In der Krikota erzähle ich euch noch was vom nächsten Projekt und jetzt Zutatenübersicht. So Freunde, heute machen wir es hierherin kurz und knackig. Ja, ich habe mir hier jetzt abgepacktes Zeug gekauft, einfach weil es halt schnell gehen muss. Das Gute ist, ich muss hier dran jetzt gar nichts machen. Das nehme ich so, wie es ist, nachher mit hinaus. Fleischgeschichte abgeschlossen. Den Lauch werde ich nachher dann, wenn das Zeug im Topf köchelt, erst schneiden. Ja, putzen, sauber machen und dann so in Ringle ungefähr so breit schneiden. Vielleicht ein bisschen breiter, das entscheide ich nachher. Die Kartoffeln werde ich auch dann nachher noch hierin schnell klein rubbeln. Die kommen dann auch noch mit rein, also klein gerieben. Das Einzige, was ich jetzt hier machen muss, ist das restliche Suppengrün. Das sind bloß die vier Mini-Möhrchen, der Sellerie. Sauber machen, schnibbeln und mit rausnehmen. Dann natürlich wieder mein Tomatenmark. Wenn man einmal so eine Grundmasse, nennen wir das jetzt einmal, im Topf herausgefunden hat, was richtig lecker schmeckt, ich glaube, dann macht das jeder immer wieder. Und ja, so hat sich das jetzt bei mir mit dem Suppengrün und dem Tomatenmark entwickelt. Ich finde es einfach geil. Dann das die Gemüsebrühe, was ich wieder angesetzt habe, braucht man natürlich Salz, Pfeffer, Paprika, ein bisschen zum Würzen und um ein bisschen anderen Geschmack heute wieder reinzubringen, hauen wir dann einfach noch ein bisschen an Senf dazu. Ja, und dann würde ich sagen, ich schnibbel und schnibbel, nee, schnibbel ich nachher und rubbel, reib und ja, wenn das soweit erledigt ist, können wir uns dann auch schon in die Krikota begeben und ich würde mal sagen, in der nächsten Szene Krikota! Yeah! Hapü! Was habe ich jetzt vergessen? Ja, okay, der Lauch fehlt ja noch. Genau, den schneide ich erst nachher. Ich denke mal gerade, das ist so wenig. Okay, Leute, FT6 wieder. Der ist immer noch so wunderbar sauber. Kohlen feuere ich dieses Mal wirklich gescheit durch, bevor ich den Topf draufstelle. Und dann können wir auch schon mit den Anbrutzeln anfangen. Und in der Zwischenzeit Cam auf mir. Boah! Habe ich jetzt wirklich Cam auf mir gesagt? Nee, also wirklich. Naja, egal. Was ist mein nächstes Projekt? Leute, ich bastel mir einen neuen PC. Und das läuft dann unter Grilljunkies Hardware-Ecke. Da mache ich dann wieder so einen extra Ordner, wo alles, was mit Hardware-PC-mäßig zu tun hat, kommt dann da rein. Und ja, dieser PC wird jetzt nicht von jetzt auf sofort passieren, sondern der wird jetzt über 2-3 Monate entstehen. Na, ganz einfach, ich kann es nicht aus der Ärmel schütteln. Ihr seht sein Ärmel eben. Ja, kostet alles sein Geld und je nachdem, wenn ich wieder irgendetwas drum mir gekauft habe, mir leisten konnte, dann mache ich da ein kurzes Update dazu. Ja, und wenn dann alles zusammen ist, gibt es dann ein Bauvideo dazu. Okay, erste Teile sind schon bestellt. Gut, das wollte ich noch loswerden. Und gleich sind die Kohlen soweit und dann können wir endlich anfangen zum Brutzeln. Och, Hunger habe ich auch wie Sau.
So Leute, dann fangen wir hier mal an. Wir schmeißen unser Hackfleisch rein, tun das klein häckseln und schön krümelig anbraten. Ja, der Topf ist noch nicht ganz heiß. Ah, ein bisschen brutzelt es ja schon. Ja, und so brutzle ich das jetzt erst einmal schön an. Und dann holen wir es wieder raus. So Freunde, jetzt wo das Hackfleisch etwas knusprig wird, haue ich mal ein bisschen Senf ans Hackfleisch dazu. Das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich schon das Ganze an Senf, was reinkommt. Und dann tun wir den Senf noch leicht mit anbrutzeln, bevor wir nachher gleich das Hackfleisch raustun. Ja Freunde, und wenn dann unser Senfhackfleisch ein bisschen angeschmorgelt ist, dann können wir es rausholen und dann geht es auch gleich mit der nächsten Ladung weiter. Aber jetzt erstmal den Bacon schön am Brutzeln auslassen und dann kommt Fleisch. So, der Bacon wäre auch soweit. Ich will den ja nicht so extrem hart knusprig haben. So reicht mir das vollkommen. Finde ich extrem lecker. So, ja. Im nächsten Schritt kommt dann unser Fleisch hinein. Und hier tun wir jetzt ordentlich salzen. Und Paprika. Gleich mal ordentlich verrühren. Was bringt mir mein Schatz hier? Drei Stück sind es jetzt. Drei geschnittene Lauch. Doch nicht vier. Gut. Drei. Wenn Schatz sagt, das muss reichen, dann muss das reichen. Dankeschön. Reicht es nicht, schneidet ihr das vierte. Ja, aber normal sollte es schon ausreichen. Ja, und dann braten wir unser Fleisch schön, schön an. Habe ich das eigentlich gesagt, was das ist? Schinkengulasch, ja genau. Und Hackfleisch war gemischtes. So, jetzt kommt das Fleisch raus. Tja Freunde, Hack, Bacon und Schinkengulasch. Wenn das nicht für den Lauch nachher da drin entschädigt, na dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt geht's auch schon weiter. Jetzt haben wir unser kleingehäckseltes Gemüsezeug rein. Die Kartoffeln habe ich übrigens nicht gerubbelt. Die habe ich einfach klitzeklein gehackt. Raus jetzt hier. Und der Topf hat heute wieder keinen richtigen Dampf unten drunter. Ich verstehe es nicht. Wieder ordentlichen Sprutz Tomatenmark mit rein. Und dann tun wir das Ganze unterrühren und das alles einmal schön anschmitzen und durchschmurbeln lassen. Es könnte natürlich auch sein, dass die etwas höheren Außentemperaturen damit zu tun haben, dass ich nicht so viel Zug von unten drin habe. Klar, warme Luft steigt zwar nach oben, aber der Zug an sich selber von den drei Rohren, wo rausgehen, gehe ich davon dann eben aus, dass wenn es außen warm ist, einfach geringer ist, als wenn er die kalte Luft ansaugt.
ja, ein bisschen blöd zum Erklären. Aber das ist jetzt mal meine Vermutung. Naja, Anfang zum Schmuggeln tut es mittlerweile. Weiter geht's. Jetzt fängt es unten wieder leicht zum Ansetzen an. Ein bisschen durchgeschmuggelt ist es. Das reicht mir. Man könnte natürlich hier jetzt noch Zwiebeln auch noch mit hinzufügen. Aber ja, die habe ich heute einfach weggelassen. Punkt. So. Dann gießen wir das Ganze an. Oder wie sagt man da? Ablöschen. Dann. Einmal durchrühren. Und dann können wir schon dieses Mal etwas vorsichtiger unser Fleisch reintun. Nicht, dass wir wieder hier Verluste haben. Das riecht jetzt mal richtig ganz anders gleich mit dem Senf. Ich bin ja echt geschmacklich nachher gespannt. So Leute, dann können wir einen Deckel drauf tun. Und so, sobald es dann zum Brodeln anfängt, ab da zähle ich dann die Zeit. Circa eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde. Und dann noch den Lauch hinzu. Lauch auch circa noch eine Viertelstunde, 20 Minuten nachher. Ich hoffe, dass das ausreicht. Wir werden es sehen. Ich werde es euch sagen. Also Leute, ich glaube, das nächste Mal habe ich wieder mehr Kohlen unten drunter. Es ist ja furchtbar. Ah ja, es brodelt schon. Es brodelt, es brodelt. Das ist schon mal in Ordnung. Das sieht soweit gut aus. Könnte man eigentlich gleich nachher einen Lauch rein tun. Jetzt probiere ich bloß einmal hier. Schöne Senfnote. Und ich bin gespannt, wie das nachher dann rauskommt mit dem Lauch hier. Den hauen wir jetzt auch gleich mit rein. Dann schauen wir mal, ob jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten ausreicht, dass der Lauch weich ist. Und dann können wir essen. Knapp 20 Minuten später. Ich probiere jetzt einfach mal so ein Stück Lauch, ob der schon durch ist oder ob wir noch ein bisschen warten müssen. Oh, wenn das Zeug nicht immer so heiß wäre. Also ein paar Minuten gebe ich noch dazu. 25 bis 30 Minuten sollte dann der Lauch drin bleiben. Ja, und wie gesagt, ja, bis 10 nach 8, Viertel nach 8 maximal jetzt noch. Und dann können wir endlich essen. Puh. Aber ich bringe jetzt die Cam schon mal rein. Und Leute, wir sehen uns dann drinnen, weil, ja, sonst wird es zu spät. Schatzi muss morgen wieder früh raus. Gut, dann mache ich mein Probierle halt drinnen. Hilft nichts. Okay, wir sehen uns gleich drinnen. Hey, hey, warum müssen die Töpfe immer so schwer sein? So. Boah. Leute, ein Duft kommt da raus. Viel Fleisch, schön mit Lauch, Bacon, alles mit drin. So. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir unser Probierle.
Also ich muss sagen, das sieht schon wirklich sehr lecker aus. Mmh. So. Und bockelheiß wieder. Mmh. Aber Geschmack hervorragend. Schön Fleisch, schön Hackfleisch, Bacon. Oh. Wie kannst du das essen? Ist so heiß. Fazit nach dem Essen. So, Freunde, jetzt haben wir es kurz nach 9. Mit dem Essen sind wir fertig. Mein Schatz ist schon ins Bett gegangen. Ja, muss wieder sehr früh raus. Hilft ja alles nichts. Stehe ich euch alleine halt zum Fazit zur Verfügung. Also, das Essen war wirklich sehr lecker. Geschmacklich, die Komponenten, hat wieder alles komplett zusammengepasst. Und obwohl ich wieder mal diese, ich nenne es jetzt einmal Grundmasse, mit dem Suppengrün und den Paprikamark verwendet habe, hat es doch wieder ganz anders geschmeckt. Aber sowas von lecker. Also, Leute, wenn ihr das genauso nachbaut und ihr probiert es, bevor ihr den Lauch reintut und denkt euch dann, und dann probiert ihr das Ganze nochmal mit Lauch. Leute, ich sag's euch, euch haut's ein Ei aus der Hose. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Naja, egal. Also, das ist der helle Wahnsinn, was dann der Lauch noch geschmacklich damit reinbringt. Und die ganze Zusammenstellung wirklich richtig geil. Ich kann es euch nur empfehlen, das so nachzumachen, selber zum Ausprobieren. Es ist ein wirklich sehr einfaches Topfgericht. Und naja, irgendwie sollte ich jetzt mal wieder was mit auf den Grill machen. Aber Topfen macht halt gerade wieder so viel Spaß. Okay, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Ein Däumchen nach oben würde mich freuen. Ein nettes, freundliches Kommentar. Und ja, bin ich mittlerweile ausführlich genug oder sollen wir noch ein bisschen was ändern? Naja, ich bin auf alle Fälle weg. Ja, Leute, Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal.